Hi, ich bin Günther. Ich mach's in der Bude. Ich würde sagen, wir labern nicht lange, sondern machen weiter mit einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber in Doom. Meine erste Geschichte, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und mehrere Sprachen in Google Translate geschickt wurde. Wir sind inzwischen auf dem Mond angekommen, wo wir jetzt weitermachen. In Kapitel 13, Nekromanten finden. Lord Ecke warnte erneut, wir wären unterwegs und überquerten die Linie, die die beiden Seiten des Mondes trennte. Andererseits kann man nichts als nichts sehen, weil kein Licht von überall herkommt. Ich habe Hilfe. Viele verschiedene Pokémon, die für Nick Crossmar kämpften, lebten hier und griffen uns an. Aber zu meiner Überraschung fanden wir weder Zoroark noch Zoroastrianer, wissen wir inzwischen. Ich dachte, sie leben in der Höhle der Seelenhöhle, aber diese Tatsache wurde vergessen. Trotz dieser Invasoren machten wir bemerkenswerte Fortschritte und nach einer Weile fand ich große Fortschritte in der Ferne. Als wir näher kamen, sah ich alles. Dies ist eine solide schwarze Burg, die aussieht, als wäre sie aus prismatischen Steinen gebaut worden. Es ist die Festung von Nekrosmar. Wir warteten darauf, dass es in irgendeiner Weise da ist, denn als wir davor gingen, öffnete sich die Tür zum großen Innenhof und wir konnten passieren. Das Innere des Nagels unterschied sich stark vom Äußeren. Die Wände sind weiß und alles, was sie finden können, unterscheidet sich von außen. Schließlich beschlossen wir, vorsichtig zu handeln und keine Pokémon zu patrouillieren. Ziel der Umleitung ist es, Floink und Bulbasaur zu finden und sie dann so zugänglich wie möglich zu machen. Nach einer Weile glaubte Lord Ecke, das Geräusch eines nahegelegenen Zimmers zu hören. Was für Geräusche machen denn Zimmer? Und wir gingen dorthin. Als wir den Raum betraten, fanden wir, was wir wollten. Floink und Bulbasaur waren in einer Zelle vor dem Raum eingesperrt und sie schienen uns nicht zu erreichen. Lord Ecke stand direkt vor ihnen. Kaffee, Bulbasaur, geht es dir gut? Alles klar. Kaffee, immer wichtig. Mich trinkt kein Kaffee. Sie waren überrascht, als sie uns anmachten. Was? Hilfe! Lord Edek, Gent, warum bist du hier? Du musst sofort fliehen, Nekrosmar. Wenn ich Nekrosmar wäre, würde ich versuchen, ihn anzugreifen. Aber er vertrug sich mit den Pokémon, die wir bereits in der Burg gesehen hatten. Also bist du endlich zu Gunther. Das Schlimme an diesem Gunther ist, Leute, auf diesem Channel. Es ist vielleicht nicht die normale Schreibweise, aber ihr schreibt gefälligst Günther ohne H. Haben wir uns verstanden? Also bist du endlich zu Günther und Lord Ecke gekommen. Ich sage dir zwei Punkte. Entweder du gibst freiwillig auf. Punkt. Okay, zwei Optionen. Entweder du gibst freiwillig auf. Matthias sagte mir, seine oberste Priorität sei es, mich aus den Schwierigkeiten zu bringen. Sag mir alles, was ich zu meistern brauche. Und ich antwortete, ich weiß gut, was du tust. Wenn du mich loswerden willst, musst du zuerst mit uns konkurrieren. Plötzlich sieht der Nekromant hilfloser aus als jeder andere. Er bestand darauf, aber ich kann wenigstens einen Punkt verstehen. Sie wissen nichts über diese Welt. Der beste Weg, es einfach zu machen, ist es, sie zu verkürzen. Vor allem, wenn wir Vorteile haben, schienen wird beschäftigt. Während des Kampfes hörte ich eine Stimme. Sie rief, Quent, Lord Ecke, Hocke. Im Gegensatz zu Nekrosmar und seinen Gefährten haben wir auf diesen Punkt schnell und vollständig reagiert und sind dann weitergegangen. Nach diesem Angriff flohen die Nekromantensklaven sofort und nur der Nekromant war noch da. Ich finde es so schlimm, wie aus Nekrosmar ja einfach ein Nekromant geworden ist. Für die, die nicht wissen, was das ist.
er gesagt, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass es das ist, was ich denke. Ich gehe mal hier, Duden, sagt mir das da war. Einerseits ist es denn ein Name von Sauron aus Herr der Ringe, der letzte Name, aber... Okay, nicht ganz das, was ich dachte. Ich dachte eher, das wäre jemand, der nekrophil ist. Und wenn man das nicht weiß, ein Nekromant ist jemand, der Geister von toten Seelen beschwört. Alles klar. Der Vorfall hatte zur Folge, dass es auf der anderen Seite der darüberliegenden Mauer abgeladen wurde. Latias kommt nun in den Raum. Weißt du, warum ich nicht will, dass du heutzutage wegläufst? Wegen dem Virus. Nee, Spaß. Nun bin ich rechtzeitig hierher gekommen. Nick Schrossmann, lass es sofort los, bevor wir angreifen. Als er sich auszeichnete, schien er plötzlich sehr interessiert zu sein. Also guckst du immer noch unter Latias. Das kann man gerade ganz doll falsch verstehen. Nachdem du es mir lange angetan hast... Okay, irgendwas ist heute los mit der Folge. Nachdem Floig und Bulbasaur schon Lord Ecke und Gent angemacht haben, jetzt das. Nachdem du es mir lange angetan hast, hast du es angehört. Kämpfer vorbei, ich habe es geschafft. Plötzlich stieg er aus der Festung und lachte darüber. So, ich bin gerade aus dem Fenster gefallen, das ist lustig. Nachdem Nick Schrossmann, Kapitel 14, die letzte Schlachtfahrt. Nachdem Nick Schrossmann gegangen war, sagte Latias uns erneut, ich hoffe, sie können etwas lernen. Naha, wenn wir hier rauskommen, gehen wir in den Zwielichtwald. So heißt der doch in Mystery Dungeon die Extras. Mit der guten Musik des Freundescamp. Das ist Nick Crossmas Gouverneur. Besiege ihn. In der Zwischenzeit ließ Lord Ecke, Floink und Bulbasaur frei und sprach mit ihnen. Jetzt mischt er sich auch in unser Gespräch ein. Ist er ein Verbrecher? Du hast es ihm noch nicht gesagt. Ich dachte, dieses Schloss wäre sein Platz. Wir haben beschlossen, uns seinem Schicksal zu stellen und die vorhandene Macht auszunutzen. Dank Cresselia kehrten wir zu Moonlight Grottos Mund zurück, als Floink plötzlich zuckte. Oh nein, ich habe total vergessen. Plötzlich wandte sie sich an Silberdurf. Oh nein, diese Folge ist so merkwürdig. Das ist der eine Satz, an den ich mich tatsächlich zumindest an die ersten an den ersten Teil erinnert habe, das Einzige, was ich vorher wusste. Bulbasaur küsste uns kurz und brach es. Was ist heute los? Was hat er bei Floyd gemacht? Ich wünschte, Lord Ecke könnte antworten, aber er konnte nicht. Ich weiß nicht, ich habe etwas damit versucht. Wenn wir Nick Schrossmann besiegt haben, werde ich ihn fragen. So haben wir Nick Schrossmann bekämpft. Dann brach ein toter Krieg aus. Die Latias auf der Karte zeigen uns, wo sich das Fort befindet. Da sind ganz, ganz viele kleine Latias auf der Karte. Zum Beispiel ist es nur ein halber Tag von den Monddörfern nördlich vom Seerenwald entfernt. Während der gesamten Reise war die Anwesenheit von Lord Ecke und Latias von einer interessanten Atmosphäre geprägt. Gute Umschreibung für das, wie es in der Originalgeschichte war. Ich weiß von allen Seiten, dass dies an den Ereignissen liegt, die sich in der Mondlichtgrotte befinden. Und solange sie nicht wichtig sind, wird es keine Intervention geben. Als wir in Twilight Forest ankamen, finde ich ein sehr cooler Name, aber bei solchen Namen bleibe ich deutsch in meiner Geschichte. Beschlossen wir, die Nacht im Camp zu verbringen, um genug für morgen früh zu finden. Es gibt viele wundervolle Dinge in diesem Wald und sie können fühlen, wie es alle Pokémon beeinflusst. In diesem Wald gibt es jedoch keine Dunkelheit. Er schläft immer mit Sonnenstrahlen. Die Ansichten Lord Ecke und Latias werden angezeigt.
Von jeder Minute, in der ich Latas zum ersten Mal gesehen habe, zeigte Lord Ecke definitiv, was wir wirklich können. Und er scheint sehr schwach zu sein. Okay, er hat gezeigt, was sie können. Offensichtlich nichts. Zu der Zeit war ich neugierig, was in einer solchen Welt passiert. Es gibt noch viele Probleme, die nicht gelöst wurden. Warum will Latias nicht, dass ich Lord Ecke sage, woran ich mich erinnere, bevor es soweit ist? Alles, was in der Nekropole passiert ist. Ich konnte den Satz nicht vergessen. Ich weiß nichts über diese Welt. Ich in a nutshell. Was sagt er? Ich halte es schließlich für sinnvoll, lange darüber nachzudenken, weil ich auf keine Weise eine Antwort finden kann. Digga, das ist halt so wahr. Das machen so viele Leute. Sie halten es für sinnvoll, sehr lange über Dinge nachzudenken, weil sie auf keinen Fall eine Antwort finden können. Aber ich werde vielleicht alles finden, um Nick Schrosma zu besiegen. Ich dachte kurz, es wäre gerade egal. Am nächsten Tag wachte ich am nächsten Morgen auf. Super. Und schlief immer noch auf Lord Ecke und Latias ein. Am nächsten Tag wachte ich am nächsten Morgen auf und schlief immer noch auf Latias und Lord Ecke ein. Am nächsten... Ich sollte ein bisschen ruhiger sein. Wir haben Nachbarn und es ist abends. Ich beschloss, beim Frühstück Bären zu pflücken und obwohl ich nur einen kurzen Spaziergang entfernt war, waren beide bei ihrer Rückkehr wachsam. Als wir die Vorarbeiten erledigt hatten, führte uns Latia in eine Freiraumstruktur ein. Es scheint, dass die... Neues Blatt... Burg von Nick Schrosma auf dem Mond ist, mit der Ausnahme, dass sie bedeutend kleiner und daher sichtbarer ist. Nein! Sie ist kleiner und daher sichtbarer. Lass dich nicht von der Außenwelt täuschen. Das ist die Grundlage aller Nick Schrosma-Werkzeuge, mit denen er das Licht verschwinden lässt. Vielleicht gelingt uns das. Es gibt zwei Pokémon, die das Tor bewachen, wenn auch nicht alle Zoroark. Das hat mich dazu gebracht, auf dem Mond zu sein, aber wir können sie ohne Vorwarnung alarmieren. Der Boden ist sehr dunkel und die Sonne scheint und die Situation kommt von den Gewittern und dem Geräusch des Regens ringsherum. Pokémon zerstören verschiedene Korridore. Ich glaube, das fände Nick Schrosma nicht so gut in seiner Basis, wenn da einfach so ein paar Leute hier... Komm, zerstören wir mal ein paar Korridore. Bevor wir uns ihnen näherten, beleuchteten sie uns blitzschnell und fast unsichtbar. Aber es scheint, dass Latias wusste, wie man sie bekämpft und seine Angriffe leicht ausführen konnte. Nach 20 Minuten erreichten wir eine große Tür. Wir sind in Frieden gefallen. In der Luft regnete es in Strömen und draußen war Frost. Also, ich hab schon von Aprilwetter gehört, muss ich sagen. Aber das ist nicht nur April. Inu sah nichts im Raum und dann schien die Sonne und der Regen ging kurz vorbei. Am Ende des Raumes wandte sich Nick Schrosma mit den Augen an die Wand, an uns im Hof und als er plötzlich anfing zu sprechen. Also bist du wirklich her, als ob du ein anderer Mensch wärst, mir ist die Nacht aufgegangen, ein warmer Wald. Was glaubst du, wer du bist? Du weißt, wer du bist schwach von meinem Montagangriff. Ich weiß, ja, beim Montag werde ich auch immer schwach, ich meine. Deshalb nehmen wir es ernst. Ich bin daran interessiert, wie sie reagiert, wenn Nick Schrosma plötzlich anfängt zu schreien. Alter, hier einfach so die Audio von schreiende Ziege Video auf ein schlecht animiertes Nick Schrosma Bild klatschen. Ah! Digga, wenn ich nicht faul bin und mich dran erinnere, mache ich das. Bist du wegen mir hier, weil du denkst, du kannst mich angreifen? Ich denke wirklich, dass sie es freiwillig beseitigen werden. Plötzlich kamen Glühbirnen aus seinem linken und rechten Fenster. Ja. Die Verwandlung wurde leicht abgeändert im Vergleich zum Original, aber egal.
Das Sonnenlicht wird am rechten Fenster beleuchtet und scheint reines Licht zu sein. Im linksten Fenster der dunklen Box ist jedoch schwarz. Es sieht aus wie Parfüm. Der Treffpunkt ihres Ich kann nicht... Die Geschichte ist dumm genug und dann kann ich nicht mal lesen. Der Punkt ihres Treffens änderte sich und plötzlich sahen wir, was ich jetzt als gewalttätig bezeichne. Und damit reicht es für die heutige Folge der Walross-Editionen dumm. Ich finde, es war wieder eine sehr schöne Folge. Das Einzige ist, dass ich hier jetzt nicht sofort was habe, wo ich sage, ja, das kann ich gut aufs Thumbnail Pass packen, weil ich will eigentlich nicht, dass das Video sofort runtergenommen wird. Nachdem Floink und Bulbasaur Lord Ecke und Gent angemacht haben. Und dann gab's hier auch noch diesen tollen Satz. Irgendwo ist der... Hier, also guckst du immer noch unter Latias. Nachdem du es mir lange angetan hast, hast du es angehört. Und dann kam noch Bisasam mit seinem Abschiedskuss. Ich muss kurz irgendwelche Tabletten nehmen. Und wenn's nur Koks ist, was nicht mal Tabletten sind. Ich kann nicht mehr denken. Lasst ein Abo da, wenn ihr eins Abo ist gleich eins Mitleid für eins Walross, rettet die Wale, esst mehr Papier oder so. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Blau.